Guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog über das Praktikumssemester. Ich mache Praktikum bei Relax Social Media in Leipzig und da werde ich euch heute mal auf so einen klassischen Arbeitsalltag mitnehmen. Ja, und da würde ich sagen, starten wir gleich mal und machen uns ready. Genau, ich habe mir einen Kaffee gemacht und habe mich dann ready gemacht. Das war mein super süßes Outfit. Ich gehe eigentlich immer so klassisch schick. Und dann haben wir uns auch schon auf den Weg gemacht. Ich wohne ein bisschen weiter außerhalb, deshalb brauche ich relativ lang mit der Bahn. Ist aber nicht schlimm. Genau, da bin ich dann ins Office aufgeschlossen. Und man hat grundsätzlich die Wahl zwischen Treppe und Fahrstuhl. Ja, ich fahre halt Fahrstuhl. Hallo. Im Office angekommen, habe ich dann erstmal mein Essen im Kühlschrank gestellt und mir auch noch einen Kaffee gemacht, beziehungsweise ein Latte Macchiato. Ganz wichtig. Guckt euch den an, wie schön ist der einfach. Traumhaft. Und dann habe ich meine Arbeit begonnen. Ich starte im Normalfall mit E-Mails checken, Teams und Stackfield. Und dann habe ich erstmal die Videos vom den letzten Drehs gesichert. Dann haben ich und Nina das Studio vorbereitet für den nächsten Dreh. Hallo Nina! Genau, so sieht das dann ungefähr aus. Fokus haben wir da gecheckt. So ist das Studio. Grundsätzlich müssen wir da auch immer so Probeaufnahmen machen. Deswegen habe ich von solchen Videos einfach irgendwie unglaublich viele. Genau, das nochmal ein Überblick über das Studio. Dann habe ich auch noch Pflanzen fürs Office eingepflanzt, weil ich bin die Pflanzenbeauftragte. Dann haben wir Polaroid-Fotos vom Office gemacht und Nina wollte hier ein super cooles Trikot zeigen. Dann habe ich weiter gemacht, mit Affiliate-Partnerschaften abzuschließen und auf ganz viele E-Mails zu antworten. Das waren dann die super süßen Fotos. Dann war Mittagspause. Nina hat sich was gekocht. Ich hatte was dabei und habe das dann gegessen. Dann haben wir erstmal Papier geschreddert, auch wichtig, Datenvernichtung. Wir sind in Deutschland. Dann haben wir grundsätzlich noch darüber gesprochen, was so die nächsten Tage passieren wird. Ich habe Blogbeiträge für zwei von unseren Partnern eingebunden und habe Landingpages erstellt, auch für zwei unserer Partner. Da haben wir zwischendurch noch die Sprite-Challenge gedreht. Das war schlimm. Dann hatte ich noch Küchendienst und habe alles schick gemacht. Und das war's dann auch schon. Eigentlich endet jetzt hier der Vlog. Ich wollte euch aber noch kurz zeigen, dass ich und Nina beim Public Viewing waren, im Regen. Wir waren auch noch auf dem Riesenrad. Ja, das war's auch schon mit dem ersten Vlog. Ich habe ein Deutschland-Trikot gefangen im Public Viewing. Und ich freue mich, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Und hoffe, dass ihr auch noch die anderen Vlogs anschaut und die Podcasts anhört. Und ja, vielen Dank.